Willkommen, meine Sturmtruppen, bei Arc Talk mit Emmy82, hallo. Heute greifen wir das Thema Farmen auf. Genau. Jeder von euch startet, wie man weiß, bei Arc am Strand, kratzt sich das Implantat und hat nichts. Genau, und wir gehen jetzt erstmal nicht darauf ein, natürlich müssen Bären gefarmt werden in... und zwar nicht mit der Maus, sondern natürlich mit der Taste E. Geht man an den Busch und man darf nichts in der Hand haben, weil sonst farmt man die nicht. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht, sondern andere Materialien. Und zwar sollte man definitiv als erstes, das ist glaube ich jetzt am meisten eher für Einsteiger interessant, man geht erstmal am Strand entlang, je nachdem wo man wach wird, und geht mit E durch die Gegend, um Steine zu farmen. Denn die kann man kann nicht auf den Stein klopfen mit der Faust und da kommen dann, werden dann Steine abgebaut. Nein, man muss sie mit der Hand aufsammeln. Die liegen einfach verstreut, müssen wir dann schauen, genau. Die sieht man sofort. Also die Hand ist euer erstes, die Hände sind eure ersten Werkzeuge, und zwar geht ihr danach hin, Holz, da könnt ihr draufkloppen, da geht ihr dann an den Baum, schlagt drauf und bekommt sowohl Stroh als auch Holz raus, und somit habt ihr Holz, Stroh, Stein und könnt dann euch das erste Werkzeug craften, womit ihr dann selbstverständlich noch ganz andere Dinge... Die Steinpicke. Mit der Steinpicke können wir dann die Steine, die größere, bearbeiten. Flint. Und dann kommt Flint, und mit der Flint könnte man dann direkt die Axt bauen, wo dann das Holz schneller zu farmen funktioniert. Warum ist das so wichtig, dass man so upgradet von Hand auf Farmzeug? Also hier. Also, wenn man mit der Hand farmt und jetzt zum Beispiel gerade der Baum schlagt, dann verliert man immer Gesundheit, weil auf Holz schlage tut jo weh, wie man weiß. Genau, nicht nur das, sondern wenn ihr dann Werkzeug benutzt, kommt auch mehr raus. Ja. Und da kommen wir dann auch schon zum nächsten. Ich weiß nicht, ob das jetzt für den Anfang reicht. Auf jeden Fall würden wir dann zum nächsten kommen. Mit der Zeit werdet ihr bessere Äxte und so weiter bekommen, beziehungsweise das Material der Äxte würde sich dann ändern. Wolltest du dazu mal ein bisschen mehr sagen? Ihr steigt dann auf Metallwerkzeug, also von Stein auf Metallwerkzeug, wodurch ihr dann nochmal schneller, effizienter die Sache ranschleifen könne. Es geht dann alles viel einfacher. Gibt es noch eine Steigerung? Man sollte Gewicht natürlich nicht vergessen zu skillen, weil umso mehr Gewicht, umso mehr kann man sich farmen, bevor man wieder zurück an seine Station läuft. Laufwege werden immer länger. Und vor allen Dingen, je mehr man hat, ne? Und ja, egal, auf jeden Fall. Also eine Steigerung von Metallwerkzeugen gibt es nicht, ne? So danach, wie in anderen Spielen. Ne? Genau, aber was es gibt, sind Farben. Ups, ich bin da mein Mikro gekommen. Das sind Farben von den, die Farben von den Werkzeugen. Die Qualität. Kannst du, wenn du Qualität. Die Qualität, das war, ist für mich die Farben. Man erfindet ja diese leuchtende Strahle im Himmel, und da kann ab und zu mal sein, dass man besseres Werkzeug findet oder ein Bauplan für besseres Werkzeug. Da steht dann dabei, was man für Materialien braucht und wie viel für das dann zu bauen. Genau, so gibt es da zum Beispiel, entweder könnte die Haltbarkeit besser sein, was bedeutet, dass die Axt oder das Beil oder wie auch immer man das nennt, nicht so schnell kaputt geht, wie vielleicht eine normale. Genau. Was gibt es da noch für Werte der Damage, wo man dann mehr rausbekommt? Das war's eigentlich, glaube ich. Das war's schon, ne? Ja, Damage und Haltbarkeit ist ja immer ganz gravierend. Und man muss aber auch noch sagen, wenn ihr euch das DLC gekauft habt oder Ragnarok spielt, gibt es auch noch die Kettensäge im späteren Verlauf. Mit der Kettensäge ist ja logisch, Holz sehr schnell wut und Baum fällt. Mhm. Ja. Ja, aber bevor wir jetzt weitergehen, ist natürlich vom Farben hängen natürlich auch Einstellungen des Servers ab. Denn da gibt es Unterschiede. Es gibt Server, wo man einmal draufhaut und man hat direkt keine Ahnung wie viel Zeugs. Gewichtvoll. Dann kann es aber auch sein, dass man 2 bis 3 Mal, bevor der Stein weg ist, draufhauen muss. Auf dem Office-Server hat man alles mal 1, das heißt, man kloppt sich den heißen und hat mal 1, 2, 3, 4, 5 Steine. Ne? Und
Das ist, glaube ich, auch noch wichtig zu sagen. Ja, ihr müsst euch halt einfach von vornherein im Klaren sein. Wir wollen eine Ark Spiele, wollen eine schnell Ark Spiele, wollen eine Ark offiziell Spiele und je nachdem suchen wir euch dann das Server raus. Genau, aber das ist ein extra Thema. Ja, das kommt noch. Wir vergessen übrigens bei jeder Folge, die wir bis jetzt gemacht haben, vergessen wir zu sagen, auf welchen Kanal wir die nächste Folge sein wird. Aber wir gucken, dass wir eine gemeinsame Playlist haben, sodass euch das nicht, dass ihr das leichter haben werdet. So. Ne? Ja, ja. Ja, das hatte ich zu vergessen. Aber wir gucken, wann wir unseren. Ja. Mach. Bist gerade so drin. Mal gucken, wann wir unseren ersten Gast empfangen, dass wir uns jemanden raussuchen, der mal mitquatscht und so, dass wir noch eine dritte Perspektive mal einleuchten können. Werden wir mal sehen, wann, bei welchem Thema wir das machen, das wissen wir noch nicht, aber es wird hin und wieder definitiv kommen. Vielleicht das hat ja kann, einer von euch Lust. Wollte ich gerade sagen, das kann auch einer von euch sein. Also, ne, mal gucken, ihr kennt die TS-Daten, glaube ich, ne? Oder wenn nicht, müssen wir sie auch in die Videobeschreibung packen. Auf jeden Fall, ja, das kann passieren und je nachdem, welches Thema wen am meisten liegt, ja, herzlich eingeladen. Wer dann ausgewählt wird, ist dann aber immer noch random, uns überlassen. Genau, so, weiter. Ja, Farmer. Wir würden jo, jedes Spiel gibt es eine Farmer, aber wir spielen jo Ark und es gibt Dinos. Richtig. Wir geben euch jetzt einfach mal so eine Startempfehlung, würde ich einfach sagen, welche Tiere so das Leben am Anfang direkt einfacher machen. Okay, dann würde ich aber vorschlagen, fangen wir wirklich einfach an, denn ja, es gibt ja Tiere, die können andere Tiere, damit die anderen Tiere besser farben. Ich weiß, das versteht man jetzt überhaupt nicht, aber ich würde sagen, wir machen einfach mal das so Tame auf Baum. Auf die Tiere, die man sich erstmal draufsetzt und selber schlagen kann, ist wahrscheinlich im richtigen PvP, auf dem richtigen Server nicht mehr gang und gäbe, dass man es so macht. Aber für Leute, die erstmal ne, so reinkommen müssen und so. Ja. So, zum Schluss kommen wir dann natürlich auch auf diese ganzen Variationen, wie man es machen kann. Ja. Wenn natürlich was bei ist, wo ihr sagt, ah, halt, da war noch was, habt ihr vergessen, schreibt es in die Kommentare. Also, ihr spawnt am Strand, ganz klar. Lauft bestimmt in eurer Nähe ein Dino mit einem Horn rum. Der Dino ist der Parasaurus. Mit dem lässt sich zumal gleich viel besser Beere farmen wie mit der Hand. Und er ist ja ziemlich schnell getamed. Also da schweife ich jetzt mal ab. Völlig egal, wie der Server eingestellt ist, der Parasaurus ist schneller getamed wie manch anderer Dino. In der Größe. Hat man da noch den Sattel? Direkt nein, im Inventar? Nein, das war ja nur Skin, das ist nur Outfit. Ah, okay. Der Sattel müssen dann natürlich lernen für den Parasaurus. Aber das ist was man ziemlich weit am Anfang freigeschaltet bekommt. Ich glaube, 15 bekommt. Kriegt man denn schon? Das weiß ich jetzt so genau. Auf jeden Fall ist das schon mal Schande euer euch erster Bärenfarmer. Genau, allerdings, wenn es um Bärenfarm geht, sind welche Tiere ungefähr besser? Viel besser wäre in dem Fall ein Steko, ist aber langes Tame, genauso wie der Bronto, das ist der absolute Held beim Bärenfarmen. Wenn man es in die PvP-Richtung machen will, dann wäre Terenzino besser. Aber der ist mit Narkotik ein bisschen, ja, der muss gut im Auge behalten. Was ich never the Parasaurus direkt setzen kann, wenn man die Chance hat und einer direkt entdeckt, ist der Iguanodon, einer von den neueren Dinos. Weil der Iguanodon farmt genauso die Beere so schnell, aber er kann von der Masse her mehr tragen. Okay. Also bevorzugt Iguanodon, wenn keiner rumläuft, schnappen euch Para. Genau, und dann würde ich sagen, schwenken wir auch direkt weiter. Ja. Holz zum nächsten Mal? Ja, wenn er Schneebiomrand sind, Mammut wäre ganz gut. Wenn ihr nicht im Schneebiom in der Nähe sind, versuchen mal Biber zu finden. Wenn er Scorch Earth besitzt, ist es natürlich der Fernie Dragon als Holzfarmer. Und du halt dann auch wieder im Endgame der Terenzino. Das ist so Allrounder. Allerdings, wenn ihr zum Bärenfarm, selbst für den Anfang jetzt nur mal, ne, und jetzt nicht so extrem hartes PvP, aber wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendein
ja, sagen wir mal den Bronto, was eigentlich auch schon ziemlich viel weiter ist, aber sagen wir mal, ihr habt den Bronto zum Bärenfarmen, automatisch farmt man damit auch andere Dinge, so wie Stroh und Holz. Zwar nicht so viel wie die spezifischen, so ich hab's, Tiere, die halt besser wären, womit mehr geht, aber man farmt jetzt nicht mit einem Tier nur Bären oder nur dies oder nur das, außer bei bestimmten Dingen. Aber ansonsten hat man meistens immer so zwei, drei Sachen, die man gleichzeitig farmt. Ja. Und nur halt eben weniger als wie mit einem Tier, was dafür extra ausgelegt ist. Da könnte ich da Ankylo am besten nennen, weil Ankylo ist so der erste Steinfarm-Diener, den man sich holt. Und wenn du mit dem den Stein bearbeitest, hast du einmal Stein, klar, dann Flint in Masse und ein bisschen Metall kommt an, Elbe her. Also drei Sachen auf einmal. Wahnsinn, also im Vergleich zum Handfarmen ist ja Ankylo natürlich im Metallfarmen Favorit. Ja, Favorit, genau. Ich selbst würde jetzt nicht mit dem Ankylo anfangen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, aber ich langes bin jetzt auch kein langes Thema. Ja, aber ich bin jetzt auch kein Hardcore-PvPler, wo ich auf bestimmte Dinge achten muss, sondern für Steinefarm finde ich... Ist das Kugelvieh? Na, wie heißt es jetzt? Ich werde es auf jeden Fall. Ja, genau. Auf jeden Fall ist es. Das sieht man. Das sieht aus wie eine Kugel. Das kann sich auch zusammenräumen wie eine Kugel. Gürteltier. Hat am Schwanz auch noch eine Kugel. Gürteltier, ja, kann man auch sagen. Und die farmen wirklich richtig Stein. Und Obsidian. Genau. Und da muss man aber noch zu sagen bei den Tieren: je höher man die skillt auf Damage, kommt auch immer mehr Material rum. Material raus aus den sagen wir mal, man hat da jetzt einen Stein, wo man mit dem draufschlägt, mit dem Schwanz sitzt drauf und schlägt, und je höher der Damage geskillt ist, umso mehr bekommt man aus diesem Stein raus, als wie wenn man zum Beispiel mit der Axt draufklopft mit der Pike. Und das ist eigentlich so gut wie bei jedem Tier. Nicht eigentlich, sondern es ist bei jedem Tier so, wenn man das den Damage skillt. Allerdings muss man auch da gucken mit dem Gewicht, denn die Tiere sind ziemlich schnell voll. Und wenn man sich nicht bewegen kann, ist es im PvP ziemlich gefährlich. Ja. Ja, dann gibt es natürlich noch Tiere, die ihr euch fürs Haus hole, die euch dann aber im Haus bestimmte Sache, ja, ich würde trotzdem sagen farmen, aber eigentlich erschaffen zu sie. Wenn ich da an den kleinen Käfer denke, den ihr in der Höhle findet, Dungbeetle, der kann euch, wenn ihr die Haufe von eure Dinos sammelt, müssen dann halt schon ein bisschen mehr haben. Und das AA. Kaka. bei ihm ins Inventar reintut und den Dino dann, ihr müsst ihn auf Wandernstelle nicht vergessen, verwandelt er das in Dünger, Fertilizer, wenn er die englische Version spiele. Und ein bisschen Öl kommt auch noch dabei rum. Also das ist so ein Tier, wo er dann im Haus hat. Da gibt es noch viel mehr. Ich schweife jetzt noch mal ein bisschen weiter ins Endgame. Zum Beispiel die Schnecke, die in einem Sumpf finde, die macht euch dann Zementpaste. Aber ja, das ist so ein Zukunftsding, wenn der Tribe dann schon ein bisschen größer ist. Genau. Und kommen wir mal später drauf zurück. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Mindestens einmal in einer Folge passiert mir das. Mindestens. Soll ich weitermachen? Achso, wenn man jetzt... Das ist meine Frage aber noch an dich. Wenn man jetzt dieses Tier hat, was einem sowas ja herstellt, sagen wir jetzt mal als wirkliches Beispiel diesen Dünger. Hm? Nee, gar nicht. Dünger ist Kacke. Sagen wir mal, Zementingpaste war die Schnecke, ne? Und sagen wir mal, die Schnecke stellt das her. Man hat wahrscheinlich nicht nur eine davon, sondern holt sich gleich, zehn? Ein paar mehr. Ja, genau. Und wie sieht das aus, wenn man selbst loszieht, Sachen für Zementingpaste zu farmen? Wie sieht das aus? Geht das schneller? Ja. Bekommt man da mehr oder da mehr? Was ist da schneller? Also ich finde, es hole gehe immer noch besser, wie in der Base warte, bis es fertig ist. Also draus in der Welt findest du die Sache Biberdamm. Die Biber bauen Dämme und da ist Zementingpaste manchmal drin. Und wenn er drei Dämme öffnet, habt ihr mehr Zementingpaste, wie wenn ihr auf eure C-Schnecke warten. Also es ist tatsächlich immer noch so, dass das andere trotzdem noch effektiver ist. Farm-G ist immer noch besser.
Aber ich denke, für den Anfang und wenn man dann eine Schnecke hat oder sowas, dann denke ich, und halt eben nicht groß denkt in großem PvP für den Anfang, sollte das auch erstmal reichen, ne? Oder die ja. Schnecken. Das mit der Schnecke, das ist so, ich brauche nur schnell zum Mending Pass. Ah, die Schnecke hat bestimmt. Genau. Für größere Sachen schickt man halt ein paar Leute raus, holen Mo. Genau. Aber wenn es mal schnell geht, muss, ja. Wenn er vom Parasaurus die Schnauze voll haben, da läuft bestimmt dann noch irgendwo ein Twike rum, das eignet sich eigentlich auch ganz gut. Und ist auch ziemlich mit Steinschleuder sehr schnell getamed. Ja, früher war es so gewesen, ich meine, wir haben zwar nicht das Thema früher und heute, aber früher war es so gewesen, dass man zusätzliche Tiere fürs Gewicht mitnimmt. Ich glaube, das ist heute gar nicht mehr der Fall, oder? Wir haben als LKW-Dinos gesagt. Genau, aber heutzutage hat man das, glaube ich, gar nicht mehr. Nein, das ist nicht mehr so. Da die das umgestellt haben, bei Mankylo ist es zum Beispiel so, dass Metall in seinem Inventar viel weniger wiegt, wie wenn ich es in mein Inventar stopfe würde. Oder jetzt das Zweig als Beispiel. Das wäre viel schwerer, das Metall. Der Ankylo hatte so ein besonderer Bonus bei Metall und das wiegt dann weniger. Selber zum Beispiel der Biber bei Holz. Ah, okay. Gut, dann kommen wir mal ein bisschen, wo man schon sehr viel weiter ist, denn ja, losziehen, sich auf irgendein Tier hocken und dann auf Steine schlagen, so als Beispiel, macht heutzutage in dem wirklichen PvP keiner mehr, oder? Ja doch, sobald die Base steht schon. Worauf ich hinaus will, ist der Quetzel. Ah, ja, rausrennen, ja. Okay. Also, es ist nicht nur ein Tier, mit dem man das macht, sondern, es sind insgesamt zwei Tiere, womit man farmen gehen kann, was aber auch im Pier erklären wird. Also, der Quetzel ist der große Vogel im Himmel. Da müssen euch dann halt erstmal Petris oder Agentavisse tamen, um überhaupt an den Rand zu kommen. Denn es schießen euch runter und dann tamen dann ganz normal durch. So, dann hat er einen Riesenvogel, der zum Beispiel das Mammut hochhebt. Es muss aber eine Person auf dem Mammut sitzen. Dann fliegt der Pilot vom Quetzel mit dem Mammutreiter durch den Wald und der Mammutreiter schlagt ganz normal, wie wenn er laufen würde und farmt so die Bäume ab. Der Quetzel tragt das Gewicht automatisch mit vom Mammut und ihr könnt viel mehr tragen, je nachdem wie der Quetzel halt geskillt ist. Selbe geht mit alle anderen Farmtiere. Terenzino, Ankylo, Dödikus, Stego. Nee, ich meine, das Kugelvieh geht, glaube ich, nicht, ne? Oder zumindest als ich noch gespielt habe, richtig? Hine hängend nicht. Genau, das geht nicht. Wenn ihr an dem Punkt sind, dass ihr bei eurem Quetzel eine Plattform-Sattel bauen könnt, dann könnt ihr so Vorrichtungen bauen mit Rampe oder sowas. Müssen wir gucken. Das ist nicht auf jedem Server erlaubt, ne? Müssen wir aufpassen. Ja, genau. Erstmal erklären und dann sagen wir was dazu, was mit dem. Und mit der Rampe stellen wir dann der Ankylo jetzt als Beispiel einfach drauf. Der steht dann auf der Rampe mit Reiter natürlich. Der Quetzel-Reiter fliegt los. Muss aber aufpassen. Ihr bleibt mit dem Ankylo an dem Baum oder so hängen und dann rutscht er runter und ist weg. Und dann müssen wir dann und wieder Nitro räumen, ja. Ja, so fischen, ne? Wie so eine Schippe praktisch. Genau, weil er zu und, schwer ist wahrscheinlich schon. Es ist aber sehr schwer. Also da muss man ziemlich viel fummeln. Und üben, ne? Also das, ich hab's immer noch. Aber es erleichtert das Farmen ungemein. Ja. Und vor allen Dingen, damit kann auch mehr gefarmt werden, glaube ich. Ne? Viel, viel, viel mehr, wie wenn er dranhängen würde. Also sagen wir mal, ihr macht diese Taktik mit dem Ankylo, solltet ihr Sachen, die ihr nicht braucht, regelmäßig rausschmeißen, um einfach mehr. Sagen wir mal, ihr wollt Metall farmen und es kommt beim Metall farmen Stein mit Flint mit, dann solltet ihr Stein und na gut, Flint ist jetzt nicht ganz so schwer, aber solltet ihr die Steine rauswerfen, weil das macht von dem Gewicht her auf jeden Fall unheimlich viel aus. Das macht man, ja. Aber wir müssen noch dazu erwähnen, diese Rampentechnik kann man nicht auf jedem Server anwenden. Da ist es wie bei allen Sachen wichtig, dass ihr je nachdem auf welchem Server ihr seid, solltet ihr definitiv die Regeln lesen und das gilt eigentlich für alles. Egal was für Themen man hat, man sollte immer erst, wenn man auf einen Server joint, die Regeln lesen, was die wenigsten machen. Dabei nenne man jetzt aber nur die inoffizielle, wenn er offizielle Spiele können, dann natürlich diese Technik benutzen. Genau, weil es da keine Regeln gibt. Aber wenn ihr jetzt inoffizielle Server wählt, dann ist das nicht bei jedem erlaubt. Ja. Und da kann man ganz schöne Strafen für bekommen.
Ja, sollen wir, hast du noch irgendwas für Fortgeschrittene? Fortgeschrittene, natürlich gibt es auch im Meer Dinos, die sehr gut fahren können. Wir haben da zum Beispiel der Donk Justus Superstein Ölfarmer oder der Anglerfisch mit dem Melee Damage geskillt Superperle Farmer schlechthin. Also das ist echt so Endgame-Ding, weil vorher kriegt man der Anglerfisch echt nicht. Man braucht das Scuba, dann braucht man die Harpoon, damit er nicht stirbt und so. Das ist so Endgame-Ding. Ah ja, das war jetzt noch so mein letztes Fazit. Ich bin so begeistert von dem Anglerfisch. Okay, ich mag die Wasserviecher nicht. Ach, Emmy, so ein Anglerfisch, du hüpfst dich nur an links und rechts an der Floss und dann düst er da durch und ram, 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 ram. 10 Millionen Perle. Okay, ich muss dazu sagen, ich war in meinen ganzen 3500 Stunden nicht einmal unter Wasser. Autsch. Aber ich... Die Welt da unten wird immer schöner. Boah, ich mag das nicht irgendwie. Ich mag unter Wasser nicht. Im Real Life schwimmen und so absolut genial, aber jetzt so in Spielen und so unter Wasser und auch dieser Sound und dieses Druckgefühl im Ohr, so irgendwie, ich mag das nicht, absolut nicht. Und dann, ja, keine Ahnung, ich vergesse dann wahrscheinlich wieder auf meine Luft zu achten und ja. Mal sehen, was das neue DLC für neue Farm-Dinos mit sich bringt. Das wird auch nochmal ganz spannend für uns. Genau, das muss man dann, wenn neue Sachen kommen, muss man die natürlich erstmal testen. Ja, ausprobieren. Weil dieses Terrazino war eine Zeit lang draußen und die Leute haben immer noch mit, was ist damit, was farmt das immer sehr gut? Terrazino und so ist zum Beispiel sehr geiler Fiberfarmer, allein die Bewegung, wo es du dabei macht. Und wir haben immer noch Leute gehabt, die mit der Sichel, obwohl der Dino schon draus war. Oder hier, wo der Bär rauskam, ich weiß, das ist auch schon was länger. Der war auch sehr, sehr gut in Fiberfarm und man hat es trotzdem immer noch anders gemacht. Ne? Das dauert, bis man die Dinos wirklich fest benutzt. Weißt du, was sie gut sind und so. Es gibt ja jetzt zum Beispiel das große Faultier. Ich habe jetzt schon, glaube ich, 100 Mal gehört. Nimm doch das für Chitinfarm, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ja, das ist, man hat so seine Taktik und wenn was Neues dazukommt, hadert man. Ich muss skeptisch. Genau. Ja, hast du noch irgendwas Wichtiges, was Farben betrifft? Nein. Ich hätte jetzt eher gesagt, wie es weitergeht. Was denn? Ja, dann erzähl mal kurz. Weil es nächste Folge bei Abby. Ach so. Ja, stimmt. Also, wenn wir etwas vergessen haben oder ihr sagt, ja, da sind noch ganz wichtige Informationen, die geteilt werden müssen oder ihr habt Fragen oder keine Ahnung, irgendwas, schreibt es in die Kommentare, weil nur so können wir, das ist halt eben, das braucht ein bisschen Mitmachen, damit das hier richtig funktioniert und verbessert uns, wenn wir vielleicht sogar was falsch gesagt haben oder, ne, oder ihr sagt, nee, da ist aber ein Tier, was viel, viel besser dafür ist, schreibt es in die Kommentare. Während der Frosch vergessen. Auf jeden Fall. Genau, der Frosch. Willst du ihn noch schnell? Na, es reicht, dass ich ihn erwähnt habe, oder? Perfekt für Zement, passt du, Frau. Land. Genau. Fliegen, fressen. Fliegen, fressen im Sumpf. So, okay. Willst du dich verabschieden oder soll ich? Möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao.